Schönen guten Tag. Mein Name ist Fabian Ferguson und ihr seht gerade meine kleine Show, in der ich mich mit relevanten Filmthematiken auseinandersetzen werde. Das Thema dieser Sendung lautet Filmtitel und ihre deutschen Übersetzungen. Wenn es um deutsche Titel ausländischer Filme geht, beschäftigen die Verleihfirmen im Allgemeinen große Agenturen, die wiederum eigene Ressorts mit jeweils mehrköpfigen Kreativteams in den Reihen führen. Ist ja auch vollkommen klar. Mit dem deutschen Titel steht und fällt der Erfolg an der Kinokasse. Was die Praxis des Übersetzens betrifft, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, den Originaltitel einfach beizubehalten, wie er ist. Bei manchen Titeln bietet sich das ja auch förmlich an. Mitunter werden auch Originaltitel beibehalten, die an und für sich keine universelle Verwendbarkeit haben. Vor allem bei den Werken etablierter Regisseure verfärbt man auf diese Weise. Taxi Driver heißt bei uns genauso wenig Taxifahrer, wie Apokalypse Now als Weltuntergang nun bekannt ist. Man geht offensichtlich davon aus, dass englische Titel weitestgehend verstanden werden, während man sich bei anderen Fremdsprachen schwer tut. Was andere Sprachen betrifft, wird von den Übersetzern gerne auch mit Untertiteln gearbeitet. So wurde aus Roberto Fellinis La Strada bei uns der Film La Strada, das Lied der Straße. Oder aus Kurosawas Rashomon wurde Rashomon das Lustwäldchen. Einen Untertitel aufzuführen wird mittlerweile aber auch gerne bei englischsprachigen Filmen angewandt. So wurde aus Burn After Reading bei uns Burn After Reading, wer verbrennt sich hier die Finger? Und aus Ghost Dog wurde Ghost Dog, der Weg des Samurai. Gerade die genannten Beispiele machen deutlich, dass Filmtitelübersetzer oft durchaus das Zeug zum Poeten haben. Entsprechend lesen sich deren Übersetzungen oft auch mal wie Lyrik. Hierbei habe ich einige Favoriten. Aus dem Film Don't Look Now wurde bei uns der Titel Wenn die Gondeln Trauer tragen. Aus dem Film Groundhog Day wurde Und täglich grüßt das Murmeltier. Und aus dem Film Single White Female wurde Weiblich, ledig, jung, sucht. Lyrische Qualitäten beweisen oft aber auch Filmtitel, die praktisch wörtliche Übersetzungen des Originaltitels sind. Aus dem Film So Mama from the Train wurde hierzulande Schmeiß die Mama aus dem Zug. Und aus dem Film Quando le donne avevano la coda wurde Als die Frauen noch Schwänze hatten. Beinahe wörtlich übersetzt wurde auch der Kultstreifen Il buono, il brutto, il cattivo, zumindest ins Englische. Dort heißt der Film nämlich The Good, the Bad, the Ugly. Innerhalb der deutschen Übersetzerriege sah man sich damals dann einem Problem konfrontiert. Man konnte sich nicht so recht zwischen hässlich und brutal entscheiden. Daraufhin hat man einen wahren Geniestreich angewandt. Ungeachtet der Tatsache, dass es sich um drei Hauptfiguren handelt, hat man den Film Zwei glorreiche Halunken genannt. Vielleicht haben die sich aber auch einfach nur verzählt. Wenn man sich dagegen vom ursprünglichen Filmtitel wegbewegen möchte, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, einem unnötig reißerischen Titel den Wind aus dem Segel zu nehmen. So wurde bei uns aus 12 Angry Men der Film Die 12 Geschworenen. Oder aus The Fearless Vampire Killer wurde Tanz der Vampire. Daneben besteht aber auch die Möglichkeit, auf zurückhaltende Erotik im katholischen Sinne zu setzen. Oder auf Tod, in wahrscheinlich ebenfalls katholischem Sinne. Beispiele für Ersteres sind zum Beispiel die Titel Legal Eagles, bei uns bekannt als Staatsanwälte küsst man nicht. Oder Bring It Up Baby, bei uns bekannt als Leoparden küsst man nicht. Was den erwähnten Tod betrifft, wird man ebenfalls bei vielen Beispielen fündig. Aus dem Film Die Hurt Locker wurde Tödliches Kommando. Aus dem Film The Long Kiss Goodnight wurde Tödliche Weihnachten. Und aus Eastern Promises wurde Tödliche Versprechen.
Ein erstaunlicher Titel, wenn man bedenkt, dass der Kalte Krieg zum Filmstart 2007 längst vorbei war. Bemerkenswerte Beispiele, sich vom Originaltitel wegzubewegen, sind die Filme Rambo und 96 Hours. Ursprünglich First Blood und Taken genannt, hat man von wörtlichen Übersetzungen Abstand genommen. Erstes Blut und Genommen. Diese beiden Titel hätten nicht unbedingt die Art von Action versprochen, die die beiden Filme dann bieten. Erstaunlicherweise ist der vierte Teil der Rambo-Reihe eben auch als Rambo herausgekommen. Bei uns hat man den Film dann, analog zu Rocky Balboa, einfach John Rambo genannt. Und als die Fortsetzung von Taken, nämlich Taken 2, herauskam, hat man diesen Titel kurzerhand zum Untertitel erklärt. Hätte man den Film zum Beispiel 96 Hours Again genannt, hätte man sich beschämend nahe an dem Film schon wieder 48 Stunden bewegt. Aber wie dem auch sei, ich denke, mit diesen sorgfältig gewählten Beispielen konnte ich eine schöne Übersicht über die Methoden der Filmtitelübersetzer bieten. Damit verabschiede ich mich. Euch allen wünsche ich schöne Filme mit schönen Titeln.